Hallo, Hannes ist hier. Ich sitze gerade gemütlich auf meiner Couch, esse meinen Kuchen, trinke einen guten Tee und denke mir, eigentlich würde ich gern Schlagzeug spielen. Aber ich habe hier kein Schlagzeug in der Wohnung. Alles, was ich habe, sind Tassen, Teller, Gläser und so weiter. Aber manche davon gingen ja ganz gut. Vielleicht finde ich ja noch mehr Dinge in meiner Küche, die auch ganz gut klingen. Die nehmen wir als Unterleger. Jetzt habe ich schon ein gutes Set. Was noch fehlt, sind Sticks. Aber welche Sticks sind in einer Küche? Kochlöffel. Nicht jeder hat so tolle Kochlöffel wie ich, die Kochlöffel und Drumsticks sind. Aber auch ganz simple tun es auch. Und damit habe ich mir schon ein gutes Drumset hier zusammengestellt. Ich habe hier zwei Becken. Eine Snare Drum. Yeah! Und drei Toms. Die sind noch ein bisschen laut. Jetzt habe ich so ein bisschen so mit diesen Geschirrtüchern abgedämpft, damit sie ein bisschen klarer klingen. Jetzt habe ich eigentlich alles, nur eine Bassdrum fehlt mir noch. In der Küche habe ich nichts, was viel Bass ergibt. Aber da habe ich schon eine Idee. Eine Schachtel. Boom. Okay, jetzt habe ich eine Bassdrum, Snare Drum, Hi-Hat, ein anderes Becken und drei Toms. Kann es eigentlich losgehen, probieren wir mal einen ganz simplen Groove. Rechte Hand, durchgehend Achtelnoten. Bassdrum spiele ich jetzt nicht mit dem Fuß, aber die habe ich hier in der linken Hand. Cool, kleines Fill-In, dafür habe ich ja die Toms. Dann können wir gleich ein paar kompliziertere Grooves probieren. Wunderbar! Was kann ich noch spielen mit diesem Setup? Gibt es doch sicher Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel Boom Snap Clap spielen.
Ihr erinnert euch, das geht. Boom, snap, clap. Boom, boom, snap, clap. Boom, snap, clap. Boom, boom, snap, clap. Das kann ich hier auch machen. Ich habe ein Boom, snap, clap. Boom, snap, clap. Boom, boom, snap, clap. 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 Vierten Takt kann ich immer ein Feel machen. Boom, snap, clap. Boom, snap, clap. Boom, snap, clap. Jawohl, und das Ganze noch schneller. Oh ja. Und für die Experten unter euch haben wir auch Boom Snap Clap in einer etwas fortgeschrittenen Version. Boom Snap Clap, Boom. Cha cha cha, boom clap, da boom clap, boom snap clap, boom boom snap clap, cha cha cha, boom clap. Und auch das kann ich hier mit meinem Drumset machen. Boom snap. Clap, boom snap clap, cha cha cha, boom clap. Wichtig hier habe ich zwei mit rechts. Sonst geht sich die linke Hand auf meiner Bassdrum nicht aus. Gehen wir dann nochmal von vorn durch. Grundrhythmus. Boom, snap, clap. Boom, snap, clap. Kommt der nächste Schritt dazu. Boom, snap, clap. Boom, snap, clap. Cha, cha, cha. Boom, snap, clap. Boom, snap, clap. Cha, cha, cha. Und weiter. Boom, snap, clap. Boom, snap, clap. Cha, cha, cha. Boom, clap. Noch einmal. Boom, snap, clap. Und weiter geht's. Boom, snap, clap. Boom, snap, clap. Cha, cha, cha. Boom, clap. Clap. Den nehmen wir nochmal extra. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, clap. Eins, zwei, Paradiso. Und das Ganze ist. Boom, snap, clap. Boom, snap, clap. Cha, cha, cha. Und noch etwas schneller. Und somit habe ich schon einige Rhythmen auf meinem Wohnzimmer-Drumset gespielt. Und zum Schluss das Allerwichtigste, wenn ihr das zu Hause aufbaut, fragt eure Eltern, ob ihr all die Dinge verwenden dürft. Und passt auf, dass ihr sie nicht kaputt macht. Besonders diese Tassen, wenn man da zu hart drauf haut oder wenn die runterfallen und man es nicht gescheit trifft, können sie sehr leicht kaputt sein. Die Töpfe können Dellen bekommen, vor allem diese Käsereibe hier. Die Schachtel, der wird nichts passieren, nehme ich mal an. Trotzdem klärt alles mit euren Eltern ab, damit ihr das auch wirklich dürft. Und dann steht dem ganzen Küchen-Drumset-Spaß nichts mehr im Wege. Ciao!